Letztes Wochenende durften wir mit vielen Wohnmobilisten den dritten Schweizer Abend im Urbachtal feiern. Mit dabei WOMOClick. Die Schwelmer Stub eignet sich besonders gut für so einen Anlass. Als erstes sollten wir das Servierpersonal vorstellen. Es ist der Gianni und der Markus, beide sind Schweizer und versuchen ihr Bestes zu geben. Ein bisschen Nationalstolz darf es schon sein. Die Schweiz, mein Land, meine Heimat. So steht es geschrieben. Und dann geht es los. Die Fondue-Pfannen werden an den Tisch gebracht, aber erst sollte das Röschow Feuer haben. Ofenkartoffel. Silbersack hast du. Dann kommt schon das nächste Gericht. Nebst dem Käsefondue wurden auch viele Schweizer Wurstsalate bestellt. Zum Fondue gab es als Beilage Herdöpfel und Mixed Pickles. Sagt man das so? Diese servieren wir durch die rustikale Stube in den Hühnerstall an die Tische. Schlag um Schlag geht es ab. Michaela und die lustigen Schweizer bedienen schon die nächsten Gäste. So, was hast du Leckeres? Oh. Schweizer Wurstsalat. Okay. Gianni liefert mit Charme, einem Lächeln und gekonnt das Fondue an den nächsten Tisch. Ja, was machst du hier? Abräumen, wenn die ersten Fondues sind schon weg. Ja, was musst du hier tun heute? Heute arbeiten. Zum Arbeiten, aber ich kann eins sagen, Filmen ist viel strenger. Das ist richtig ein Hobbyjob. Oh ja. Jetzt aufmachen was. Später gab es noch ein Kreuzworträtsel über die Schweiz. Ich glaube zu behaupten, dass Google noch nie gleichzeitig aus dem Urbachtal so viel mal angefragt wurde wie an diesem Samstag. Die Gewinner wurden natürlich gefunden und mit einem Kegifrit belohnt. Wir haben solche das Lösungswort fast erreicht. Die haben dann auf Schweiz hingeschrieben. Ich habe aber ungültig Schweiz. Eine Maureen. Wenn du mir so schöne Augen machst, dann gibt es solche, die haben alles ausgefüllt, nur das Lösungswort nicht hingeschrieben. Abschließend noch, wir waren an diesem Abend eine glückliche und zufriedene Gesellschaft. Alle haben die gemütliche Atmosphäre genossen. Ich danke der Michaela und ihrem Team, dem Küchenchef Klaus Hühnerkopf und natürlich meinem Helfer Gianni. Dem Trinkgeld zu entnehmen, waren alle mit der Leistung des Servierpersonals mehr als zufrieden. Einen lieben Dank gilt auch meiner Heike für die Aufnahmen. Bis bald, wir sehen uns immer wieder.